Unter dem Titel Opposition reagiert auf den SPÖ-Rundumschlag fand ein Pressegespräch mit den Fraktionsführern der ÖVP, FPÖ, KPÖ und den NEOS statt. Der Brucker Bürgermeister Peter Koch hatte am vergangenen Donnerstag über die Medien eine Beendigung der Zusammenarbeit bekannt gegeben. Auch personelle Änderungen erfuhren die Parteien über Radio und Zeitung. Die Brucker Volkspartei hat zu einer Pressekonferenz geladen. Der Grund ist die Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister. Wo sehen Sie den Grund darin? Der Herr Bürgermeister hat eben vergangene Woche die Zusammenarbeit mit uns, aber auch eben mit der FPÖ und mit der KPÖ und dann auch mit den NEOS aufgekündigt, ohne vorher mit dem Einzelnen gesprochen zu haben. Wir waren davon nicht in Kenntnis, haben das dann aus den Medien erfahren, unter anderem auch, dass er eben die Wirtschaftsreferentin ihrer Funktion enthebt, die sich wirklich sehr engagiert und sehr eingesetzt hat für die Brucker Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich denke mir, das ist, ohne vorher auch nur ein Wort mit ihr darüber gesprochen zu haben, ist schon wirklich schlechter politischer Stil. Und deswegen waren wir heute auch natürlich so eine bunte Gesprächsrunde, die wir zur Pressekonferenz, zum Pressegespräch eingeladen haben, weil das uns alle gemeinsam betroffen hat als Oppositionsparteien, und wir wollten alle natürlich zu dieser Aufkündigung der Zusammenarbeit in der Brucker Stadtpolitik Stellung nehmen. Auch Sie sind mit der Vorgehensweise des Bürgermeisters nicht ganz einverstanden. Er hat ja mit allen Oppositionsparteien eine Aufkündigung der Zusammenarbeit beschlossen. Wo sehen Sie die Gründe da? Naja, man muss schon mal präzisieren, man kann nur was aufkündigen, was man vorhin abgeschlossen hat. Insoweit hat es nie eine Zusammenarbeit aus meiner Sicht gegeben. Deswegen verwundert mich die Tatsache, dass er kündigt eine Zusammenarbeit auf, die es nie gegeben hat. Sie kennen die Stadt Bruck schon sehr lange, auch politisch sehr lange. Wie sehen Sie die Entwicklung im Allgemeinen? Naja, sehr schlecht, weil wir sind wieder in alte Strukturen verfallen, gerade bei der Bürgermeisterpartei SPÖ. Sie hat nicht einen Newcomer zum Bürgermeister ernannt und aufgestellt. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, junge, dynamische Kräfte in ihren Reihen zu engagieren. Aber mit diesem Bürgermeister zählt einzig und allein die Macht und eigene Leute mit Versorgungsposten zu versorgen. Der Bürgermeister Peter Koch beendet Zusammenarbeit mit allen Oppositionsparteien. Wo sehen Sie die Gründe? Ich sehe die Gründe dahinter, dass der Bürgermeister ein Kleinkindverhalten an den Tag legt, weil die KPÖ nicht der Meinung der SPÖ entspricht und mit ihrer kritischen und konsequenten Haltung immer wieder mal die SPÖ auf die Finger klopft. Und das gefällt anscheinend dem Bürgermeister nicht. Sie sind ja jetzt bereits schon ausgeschlossen geworden, was um den Bildungscampus geht. Wie sehen Sie überhaupt die Vorgehensweise der Brucker Sozialistischen Partei jetzt? Ja, wie gesagt, ich bin seit ÖVP im Gemeinderat, war eine Ein-Mann-Fraktion, wie ich reinkommen bin, unter Bernd Rosenberg. Ich bin nichts anderes gewohnt, als in grundlegenden Dingen ausgeschlossen zu werden, weil die SPÖ es nicht aushält, dass man eine kritische Meinung einmal präsentiert und vielleicht einmal eine andere Meinung hat. Aber trotzdem strecke ich und die KPÖ der SPÖ trotzdem die Hand in Richtung Zusammenarbeit aus, weil ich glaube, wir haben genügend Probleme in der Gemeinde, die wir gemeinsam lösen sollten. Wie sehen Sie diese Vorgehensweise und was könnte Ihrer Meinung nach der Grund sein? Naja, also ich muss schon sagen, also als jüngstes Mitglied im neuen Gemeinderat trifft mich das persönlich natürlich schon sehr, dass da der Bürgermeister jetzt gesagt hat, ja, er beendet da einfach die Zusammenarbeit. Meiner Meinung nach habe ich mir nichts zu Schulden kommen lassen, um diesen Schritt quasi ja, durchzubringen, weil ich habe immer gute Anträge eingebracht, ich habe seriöse Politik gemacht, ich habe mich auch im Berufungsausschuss entsprechend angestrengt. Ich kann persönlich einfach keinen Grund finden, warum hier die Zusammenarbeit mit NEOS auch als beendet erklärt wurde. Ich hoffe natürlich, dass der Bürgermeister unsere ausgestreckte Hand wieder entgegennimmt und einfach wirklich wieder zur Sachpolitik zurückkehrt. Denn wir wollen wirklich für Bruck an der Mur das Beste für die Zukunft schaffen und einfach diese Stadt voranbringen. Sie haben auch gesagt, Sie möchten für Kontrolle sorgen. Wie wird diese Kontrolle jetzt ausschauen? Wird die schwieriger? Nein, die Kontrolle wird definitiv nicht schwieriger. Sie war von Anfang an genau und sie wird genau bleiben. Wir werden im Berufungsausschuss wie bereits zuvor genaues Augenmerk darauf legen, was wird ausgegeben, wie wird es ausgegeben und ist es nachhaltig, was mit dem Geld der Brucker und Bruckerinnen gemacht wird. Wie sehen Sie jetzt die Zukunft in puncto Zusammenarbeit mit der Gemeinde? Wird das eine Nuance schwieriger werden? Wir haben heute bei all dem, was heute Kritisches natürlich bei diesem Pressegespräch gefallen ist von allen Fraktionen, haben wir doch unisono dem Herrn Bürgermeister die Hand entgegengestreckt und haben gesagt, im Sinne der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger
wollen und müssen wir weiter zusammenarbeiten. Wir sind bereit, uns wieder an den Verhandlungstisch zu setzen und die Stadt entsprechend gut finanziell aufzustellen, damit wir entsprechend auch die Stadt weiterentwickeln können. Bei dieser Pressekonferenz sind sich jetzt nicht alle Oppositionsparteien einig. Schmiedet das oder schweißt das jetzt in Zukunft eher zusammen? Es ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe in der Opposition. Es ist für mich auch eine interessante Erfahrung, dass von links bis rechts in dieser Meinungsvielfalt so eine Wertschätzung, aber auch so eine respektvoller Umgang miteinander gewährleistet ist. Und aus meiner Sicht ist das die Zukunft für Bruck an der Mur, damit man diese alten Strukturen aufbricht. Eine bunte Koalition der Zukunft. Ein kritischer Punkt Ihrer Seite ist auch der Umgang in der Politik. Ja, dass die SPÖ es nicht schafft, einmal auf Augenhöhe mit jemandem zu reden, das ist auch nichts Neues. Aber wie gesagt, ich bin da nicht empfindlich, ich werde das auch nicht persönlich. Ich würde mir wünschen vom Bürgermeister, wie gesagt, dass er kein Verhalten wie ein kleines, trotziges Kind am Tag legt, sondern wie ein Erwachsener mit uns redet. Aber schauen wir mal, ob er sich bessern wird oder auch nicht. Wenn er jetzt allein regieren kann, wie sehen Sie die Auswirkungen für die Stadt? Naja, mit diesem Verhalten, wie es jetzt die SPÖ mit Peter Koch macht, wird es ganz dramatisch werden, weil, wie gesagt, die laufende Gebarung, das Budget nicht saniert ist. Und ich glaube, das können wir uns nicht leisten für die nächste Generation. Wir müssen dringend was machen und wir müssen es gemeinsam machen. Der Bürgermeister hat die absolute Mehrheit. Es steht ihm natürlich frei, Positionen zu besetzen, wie es ihm beliebt. Es ist natürlich nach außen hin keine schöne Optik, wenn jetzt er plötzlich beschließt, ja, er schließt sämtliche Oppositionsmitglieder von allem aus und zieht das in einem durch und auf der anderen Seite beschwert, dass ich das niemand mitarbeiten möchte. Also das funktioniert eigentlich nicht, weil es ist ein ziemlicher Spagat. Auch wenn man sich ehrenamtlich einbringen möchte, wie ich eigentlich vor kurzem als EU-Gemeinderat, wird das abgelehnt. Und das ist eigentlich schon meiner Meinung nach sehr bedenklich, dass selbst ehrenamtliche Tätigkeiten vom Bürgermeister abgelehnt werden. Auch mit der Abberufung der Wirtschaftsreferentin der ÖVP, Alexandra Haider, die sich öffentlich gegen die Kürzung von Fördermitteln für Kleinbetriebe ausgesprochen hat, soll nun diese Stelle durch einen Mandatar der SPÖ besetzt werden. Alexandra Haider möchte aber auch in Zukunft eine starke Stimme für Brucks Wirtschaftstreibende bleiben. Wiener Sängerknaben kommen nach Kindberg. Erleben Sie das Sensationskonzert des bekanntesten Knabenchors der Welt am Donnerstag, 20. Mai 2021 mit Beginn um 19.30 Uhr im Volkshaus Kindberg. Vorverkaufskarten gibt es noch in allen Reiker-Filialen, im Tourismusbüro Kindberg Mitte und allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen. Weitere Infos und Online-Kartenbestellungen unter www.sängerknaben.at.